Make sure you're looking pretty good for the camera. Got your nails manicured and your hair cut cute. Hört man mich? Nee. Leider. Leider. Okay, man hört dann richtig viel Arnes oh. an, aber... Was denn jetzt? Marvin ruft mich an. So, ich fange jetzt an, ne? Was ist denn jetzt das Thema? So, das Thema ist die Welt, Erdkunde, Geografie und mehr. Ey, Marvin, aber das ist, du hast heute keine schweren Gegner, muss ich behaupten. Null Punkte, ey. Also, Frage Nummer 1, ja. Es gibt doch eh gleich wieder Schätzfragen, das ist eh random, ja. Marvin. Ne, ist Hälfte, Hälfte. Wie lang ist der Reihe? Keine Ahnung, ich Mann. Das logge ich ein. Viele Bundesländer hat Deutschland. Griechenland. Hört euch Griechenland an. Eine Kantone hat die Schweiz. Und nenne den größten. Ne, okay, erste Frage ist: Welcher Ozean ist der größte der Erde? Griechenland. Das war voll einfach. Ja, warte mal, vielleicht weiß das ja jemand. Ich weiß es nicht. Hä, wie heißen die denn alle, Mann? Carsten und Dieter. Ja, das ist ja so einfach. Hier aber nicht googeln, ihr Wichser, ne? Seid mal keine Unehrenmänner. Ich hab jetzt Ostsee geschrieben. Ost. Nordsee. Oh. Ja. Kleine. Der so, Bodensee. In die nächste Zeile. Jonas muss noch. Okay, alles klar. Alle haben eingeloggt. Es gibt 3 richtige Antworten. Oh. Oh, und nein. Nils ist es nicht. Was? Ja, Nils hat Atlantik. Boah Gott, bist du dumm. Weiß nicht, was okay, ist das also haben Idee? Arne, Jonas und Marvin die richtige Antwort. Ja, oder Pazifische Ozean, je nachdem. 50-50 so, Frage Nummer 2. Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Oh, Arne geht die Sachen durch. Er ist richtig am Struggeln, Alter. Ich dachte gerade, das Pazifik. Griechenland. Okay, Marvin, überleg noch. Kleiner Tipp. Der Sonne, ne? Ja, der Sonne. Oh, ich hab extra so ein Spiel mal gekauft. Sonne. Echt, du hast ein Spiel? Voll geil. Ich glaub, der war's. Was hat das mit Geografie okay, zu tun? Okay, es haben alle gelockt. Und es haben alle richtig. Easy going. Boah. Frage... erklärt mir jedes Sonnensystem. Ja. Unsere neuen Planeten. Auch nicht. Doch, Saturn ist ja weiter entfernt. Wo ist der weiter entfernt? Pluto ist kein Planet. Ja, ist trotzdem Uranus der entfernteste. Hä, was mit Neptun? Neptun? Neptun ist der weiter. Ist voll in der Mitte. Saturn ist der mit den Geringen. Mein Vater erklärt mir jeden dein... Sonntag. Mein Vater erklärt mir unsere neuen Planeten. Ohne. Da war Pluto noch mit drin. Mach mal näher an dein Mikro. Da ist ja auch die Hälfte immer abgeschnitten. Ja, wenn ich näher mein Mikro rede. Ja, nee, okay, so passt das schon. So, Frage Nummer 3. Wie viele Länder grenzen an der Schweiz? Das ist keine Schätzfrage. Da bin ich raus. Gerade keine Schätzfrage. Rein. Wie viele Länder grenzen an der Schweiz? Da bin ich raus, Mann. Ich weiß nicht mal, wo die Schweiz ist, Mann. Das ist raus, nicht so laut, sonst hört man dich doppelt. Warte. Okay, einer braucht noch eine Antwort. Ich glaube, das ist zu viel, Mann. Warte, ich zähle mal. Ich hab noch nicht eingeloggt. Was? Ja. Erzählt? Dann nehme ich das. Okay. So, Jonas. Du brauchst noch eine Antwort. Nee, Mann, das ist zu viel. Keine Ahnung. Ah, nee, jetzt... ich erster gedacht. Junge. Reicht jetzt auch. Ja. So, also. Warte mal. Wir sind alle eingeloggt. Ich sehe hier 2 richtige Antworten. Und Marvin, zu gut bist du bei deinem ersten Eindruck geblieben, ja, denn 5 ist die richtige Antwort. Nein! Und nein, Jo- auch erst 5 stehen. Ich hab auch 5. Nicht so laut, ihr hört bei überall anders noch. Mann, ich hatte erst 5 stehen und dann hab ich auch 5. Ja, ich hab tatsächlich gezählt. Ich könnte sie auch alle aufzählen. Nein, mach mal bitte. Jetzt Italien, nicht an der Schweiz. Doch, Schweiz, Italien ist an der Schweiz. Frankreich, du hast 6 aufgeschrieben. Italien und Liechtenstein. Ja, 5 Stück. Junge, du hast 6 aufgeschrieben. Frankreich war ich mir nicht sicher. Hey, warte mal. Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein, Frankreich und Luxemburg? Nee, Luxemburg ist weiter. Ja.
Okay, nur 5 stehen. Nur Jonas und Marvin, Punkt. So, Frage Nummer 4. Cleanest Game bisher. Early Game ist Alter. Jonas. Das, wenn man das doppelt hört, das ist ja so schlimm. So, Frage Nummer 4 jetzt. Nenne flächenmäßig die 5 größten Länder der Erde. Okay, das könnte ich hinkriegen. Und pro richtige Antwort 1 Punkt. Also ihr müsst nicht alle richtig kriegen und kriegt dann 1 Punkt. Pro richtige Antwort kriegt ihr 1 Punkt. Okay, dann haben wir ja schon mal den hier da. Auch groß. Auch riesig. Wie viel? Reihenfolge ist egal, ne? Reihenfolge ist mir scheißegal. Welche, wie viele Anzahlen? Nenne flächenmäßig die 5 größten Länder der Erde. 5. Und Nils, ich möchte gerne nur 5 Länder, da stehen aber nicht 6. Ich kann überlegen, welche ich raus. Achso, okay, sorry. Ich hab gerade nur alle aufgeschrieben, die. Wenn du so leise redest, dann kommt das nicht an. Immer so. Alter. Bahn hat 5. Jonas hat 5. Marvin hat noch 4. Flächenmäßig. Hä? Nichts, ich hab nur gesungen. So, Jonas ist fertig, schön, Marvin ist fertig, Arne ist fertig, Nils auch fertig? Überlegen noch. Dann ihr macht ihr die nächste Zeile, wenn ihr fertig seid. Voll das geile Geräusch. Wir warten nur noch auf Sils Nare. Der Schnake. Schnake. Hey, lol, achso, Nils, hast du? Ja. Okay, warte, jetzt muss ich hier einmal nur das mittig machen und kurz eure Antworten aufschreiben, dass ich schon mal zusammenzähle und wer, oh, scheiße. So, dann Jonas muss ich kurz die Antwort. Ey, nichts mehr ändern, ja? Hab ich nicht. Das gibt es nicht, ja, so da. Und jetzt noch kurz Marvin. So, wieder. Okay. So. Die Antworten. Nein, ich habe meinen Tab geschlossen. Von der Größe her. Ich hab mein Tab ist weg. Dann geh doch in TS und öffne es wieder. So, dann jetzt von der Größe her. Größtes Land ist Russland. Ich glaube, das haben alle, oder? Russland haben alle, ja. Dann das zweitgrößte ist Kanada. Ja, sollten auch noch alle haben. Nee, Arne nicht. Ich auch nicht, du Mongo. Arne nicht. Warte mal, was hab ich gesagt? Kanada, Marvin auch nicht, aber Jonas. So, drittgrößtes Land, die USA. Die hat auch jeder. Die habe ich sogar in der richtigen Reihenfolge bisher. Ich hab das stimmt. Und als nächstes gibt es China. Hab ich auch noch. Oh nein, das hat rausgeschickt. Das hat, Jonas und Arne und Marvin. Ich rausgestellt. Und das letzte ist Brasilien. Sorry, Jonas, das hast du nicht richtig. Aber das hat. Antarktis ist. Ja, auch ein Land, oder nicht? Nein. Aber Australien? Nein, Brasilien ist größer. Welches Land? Australien? Ja. Welches Land ist denn auf der Antarktis? Das ist kein Land. Ich hatte noch Indien, aber so gesehen ist Brasilien ja auch fast ein halber Kontinent. Alter, ich hatte Brasilien stehen und ich hatte China auch stehen. Ich habe beide rausgestrichen. Also kriegt für Brasilien nur Marvin einen Punkt. Oh Mann. Das ist Marvin. Und damit hat Nils 3 Punkte kriegt, Arne 3 Punkte, Jonas 4 und Marvin 4 für diese Frage. Lol, Marvin. Jonas, das Midgame läuft auch noch. So, Frage Nummer, was ist das hier? 5. Zu welchem Kontinent gehört die größte Insel der Welt? Ausgehend von dem 7-Kontinent-Modell möchte ich anmerken, ne? Von wem? Der politische Status südlich der Antarktis, 60 Grad Süd, wird durch das Antarktis. Junge, Arne, du sollst nicht googeln. Arne, es interessiert mich nicht. Du hast 3 Punkte. Antarktis ist ein Land. Nein, Arne. Während bestehende Gebiets an. Alter, Arne, wenn du jetzt nicht sofort die nächste Frage beantwortest. Was ist die Frage? Zu welchem Kontinent gehört die größte Insel der Welt, ausgehend von dem 7-Kontinent-Modell? 7-Kontinent bedeutet Nordamerika, Südamerika. Ja, oder wenn du sie jetzt alle sagen möchtest, dann, ich kann sie auch gerne sagen von euch. Also Antarktika, Nordamerika, Südamerika, Asien, Europa, Afrika, Australien. Zwischen eins dieser Sachen müsst ihr euch jetzt entscheiden.
Zu welchem Kontinent gehört die größte Insel der Welt? Hä? Atlantis. Atlantis? Ja. Bist du doof, ey. So, haben alle eingeloggt. Jonas noch nicht, Arne noch nicht. Hat sogar eine Flagge. Arne, hast du gerade gegoogelt oder was? Das kam nicht an, Nils. Wenn musst du lauter. Arne ist mir egal, halt am Maul. Junge, okay, es hat witzigerweise keiner richtig. Witzigerweise hat Jonas das richtige, die richtige Insel aufgeschrieben, aber den falschen Kontinent. Denn laut dem 7-Kontinent-Modell gehört Grönland zu Nordamerika. Grönland gehört zu Dänemark, damit zu Europa. Nein. Insel? Oh, das habe ich nachgelesen. Nein, ist keine Insel. Ja, was denn sonst? Kontinent. Ja, das, als Insel. Ja, Nordamerika steht hier. Ich habe es gerade gegoogelt. What? Ja. Also, zu welchem Kontinent gehört Grönland? Du hast auch Europa geschrieben, oder Jonas? Ich hatte Europa, Grönland. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, aber es gehört zu Nordamerika. Grönland gehört doch zu Dänemark. Wenn du eingibst, zu welchem Kontinent gehört Grönland, kommt Nordamerika. Deswegen habe ich die Frage hergenommen, weil die tricky ist. Australien. Australien ist keine Insel. Doch. Dann ist Afrika auch eine Insel. Nee. Da, beim Iran oder so, da grenzt das. Ist, nein. Größte Insel ist doch Rügen, oder nicht? Doch. Immer Rügen. So, nächste Frage. Wo sind da? Frage Nummer 6. Nenne die drei größten Inseln in Europa. Und pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ihr sollt genau drei Inseln aufschreiben. Ahne. Gut. Ich weiß nicht. Boah, die dritte ist schwierig. Ach, keine Ahnung, Mann, Alter. Da bin ich raus. Ganz einfach. Sehr easy. Alex, ich sehe, worauf du hinausspielst, aber ich durchschaue deine Fragen. Und es wäre jetzt nicht gut, da Grönland aufzuschreiben, nur mal so als Tipp. Nordpol. Oder muss man... So, Nils und Arne haben ihre Antworten reingepöbelt. Marvin hat eine. Entspannt euch, das hat zwei. Keine Ahnung, Mann. Weiß ich überhaupt, dass ich überhaupt hier sehe. Gebe euch noch ein paar Sekündchen zum Nachdenken. Ich brauche sowas. Ich weiß nicht, ob ganz das einfach als eigene Insel dann zählt. Weiß auch nicht. Kein Plan, also wer das nicht weiß. Das sind auf jeden Fall die drei größten, aber... Der hat gar keine Ahnung. So gesehen ist es nicht richtig. So, jetzt fehlt nur noch Marvin. Ja, ich kann nicht mehr aufschreiben, ich hab keine Ahnung. Echt? Fällt dir nichts mehr ein? Nein! Gut. Dann, Also, machst du fertig jetzt? Ja, ich bin in der nächsten Zeile hier. Okay. Also, Nummer 1 ist, aber wo hab ich's jetzt hier stehen? Genau, Großbritannien. Hat jeder schon mal ein. Moment, ich muss das kurz aufschreiben. So. Dann die zweitgrößte ist Island. Oh fuck! Da hab ich gar nicht dran gedacht. Haben Arne und Jonas, muss ich auch kurz notieren. Da zwei richtige. Und die dritte ist Irland. Oh nein! Und die hat nur Jonas richtig. Oh, GZ, ey. Und damit hat Jonas alle drei richtig, Marvin eine, Nils eine und Arne zwei richtig. Naja, Wales gehört ja zu Großbritannien noch. So, nächste Frage. Ich habe an Irland gedacht, aber ich dachte, das heißt... Wie heißt die größte Wüste der Erde? So, haben wir allein gelockt? Ah ne, Jonas stand noch. Ich überlege. In diesem Moment sollten wir aufhalten. So. Machen wir kurz ein Selfie. Junge, das spickt doch nicht bei ihm! Ich hab mich davon kommen, wieder ein schares Bild. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hau doch ab. Arne, was soll das denn? Die Hand ist da drüber, du kannst ein Foto machen, wenn du willst. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Ist eine Brille. So, es haben alle eingeloggt. Ich sehe hier drei richtige Antworten. Oh fuck. Und, der einzige, der es falsch hat, ist. Bin ich. Ja, nein. Nein, 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 nein. Sag warum.
Wüste ist warm, ne? Nicht Antarktis. Nein, 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 Antarktis. Es gibt Kälte, es gibt eine Eiswüste. Ne? Ja. Du hast nicht Sandwüste gesagt. Ich der Sahara stehen. Wüsten zeichnen sich eigentlich nur dadurch aus, dass es nicht regnet. Der Welt. Nein, das... Größte Wüste... Oh, lol. Antarktis. Der Einzige, der es richtig hat, du Ficker. Ja, Google. Du mich nicht Sandwüste. Google. Mann, ja, ich hab doch gerade gegoogelt. Google. Ja, wir sitzen hier beide neben mir und bezeugen, dass ich nicht google. Ich hab das irgendwo auf lol, das ist halt lol. Sahara ist die größte Sandwüste, aber nicht ja, die größte. Ja, stimmt. Da muss ich jetzt mal an... muss ich erst mal meine eigene Antwort überarbeiten. Also hat dann nur Nils gekocht. Scheiße! Das hast du antarktische oder arktische Wüste? Antarktis. Ja. Hey, da habe ich gar nicht dran gedacht, ey, Kacke. Okay, da haben wir einen Fehler meinerseits. Hat Nils Glück gehabt, mal. Du Glück gehabt. So, jetzt kommen die Schätzfragen. Nein. Oh. Wir waren. Das ist so ein entspanntes Thema. Und dann machst du einfach 7 Junge, Schätzfragen. Du raffst bei den anderen Fragen auch nichts, Arne. Aber Schätzfragen kann ich nicht. Ja, also Pech gehabt. So, wir waren ja gerade bei der Sahara. Bleiben wir gleich dabei. Wie viele afrikanische Staaten haben Gebietsanteile an der Sahara-Wüste? Die Frage check ich gar nicht, ey. Also, über wie viele verschiedene Staaten erstreckt sich die Sahara? Also, welchem Land gehört alles ein Stück von der Sahara? Oder ist ein Stück Sahara in ihrem Land? Warte, muss ich eine Zahl schreiben oder einen Namen? Nee, eine Zahl. Ihr müsst schätzen, also wie viele afrikanische Staaten daran grenzen. Ich hab geschätzt. So, gut, alle eingeloggt, ja, am weitesten weg ist, würde ich mal sagen, Jonas. Klassiker. Hat sich um 9 verschätzt, dann am zweitweitesten weg ist Marvin, hat sich um 6 verschätzt und Nils und Arne, einer ist um 5 vorbei und der andere ist um 4 vorbei. Ja. Und Nils ist es, denn die Antwort ist 11 und ohne Nils hatte Scheiß. 7 und du hattest 6. 7, jawohl. Also krieg ich Nils den Punkt. Wie kann man nur so viel Lack haben bei den... Ohne Witz, ne? Ich habe vorher bei dem Spiel nicht einen Fehler gemacht, ne? Und dann kommt Schätzfragen direkt falsch. Ja. Direkt auch am weitesten weg. So irgendwie wieder rankommen, Jonas. Ja. So, jetzt, wie viele Länder beginnen das mit halt dem Buchstaben... Das hat nichts mit Wissen zu tun. Sorry. Wie viele Länder beginnen mit dem Buchstaben H? Nach Deutschland. Mit H, wie Hurensohn. Nach was? Nach deutscher Aussprache? Nach deutschen Ländernamen. Also zum Beispiel, es soll nicht Germany heißen, also G. Ja. Dann würde D zählen für Deutschland, nach deutschen Ländernamen. Verstehst du, Arne? Habe ich nicht gecheckt. H, wie Hurensohn. Und ihr sollt schätzen, wie viele Länder beginnen mit dem Buchstaben H nach deutschen Ländernamensystem. Also zum Beispiel Hannover oder... Alter, Marvin. Marvin, wenn du jetzt Deutschland und Germany als Beispiel hast, ja, dann zählt Deutschland für D und nicht für G für Germany, nach deutschen Ländernamen, weil es nach Deutschland geht und nicht nach G für Germany. Mhm. Nach deutscher Aussprache. Arne, du weißt schon, dass ich geschrieben gesagt habe, wie viele, ne? Boah, ich schreibe wieder irgendeine Zahl auf, Mann. Arne, sollst du eine Zahl aufschreiben? Aber das zählt trotzdem. Ja, du musst jetzt eine scheiß Zahl aufschreiben. Und wer am nächsten da dran ist, der kriegt einen Punkt. So, Marvin hat eine Antwort, die anderen drei sind noch hart am Überleben. Alter. Jungs, seid ihr dumm oder was? Ja, Marvin, Alter. Das kann ich nicht erzählen. Ich hab mal in der Arne gesagt, er soll eine Zahl dahin schreiben. Er hat Zahl in Buchstaben reingeschrieben. Boah, Junge. Ihr könnt ja mal nur so dahinter schreiben, welche euch wirklich mit dem Namen eingefallen sind, mit Klammern, damit ich weiß, welche ihr meint. Ey Junge, ich hab voll reingeraten, Mann. Sind mir eingefallen. Also ist das so? Meine Antwort. Wenn ihr in der nächsten Zeile schreibt seid. Man das so? Warte, Bundes? Wenn ihr in der nächsten. Was? Junge, Alter, halt dein Maul an. Nein, warte mal. Arne, willst du mich verarschen? Die Frage war, wie viele Länder beginnen mit dem Buchstaben H? Also Staaten. Ja, Staaten. Ganze Welt. Ja. Alle haben eingeloggt, außer Arne. Bei dem hat man es auch noch das gehört. Da rattert es noch, ja. MTS. Was soll das denn, Arne? Hör auf, eine scheiß Kommazahl da reinzuschreiben. Das ist eine Frage, das will ich so lassen.
Also ich kann die Antwort auch einfach disqualifizieren. Keine Ahnung, Alter. Hallo, Anne, Herr Anne, fällt dir eigentlich überhaupt Land ein, was mit H anfängt? Ja. Dann schreib das mal mit auf. Also nur so, als damit ich weiß, welche ihr meint. Hamburg. Hurensohnland. Hurensohntown. So, es haben jetzt alle eingedockt. Nein, Arne... stopp, halt! Oh. Was los? So. Haben wir irgendeine Zahl hingeschrieben, wahrscheinlich. Klar. Wir können ja mal nacheinander aufzählen. Einen stopp, gibt's mindestens. Noch mal... Was? Nochmal korrigieren. Ja, mach. Ey, er weiß jetzt schon mal, dass es mindestens einen gibt. Ja. Okay, ist eingeloggt, Arne? Arne, jetzt lock ein, Alter. Du, noch eine Korrigier gebe ich dir nicht. Halt dein Maul, dass ich lasse das andere jetzt stehen. Alter, Arne. Bist du zu blöd, eine Tastatur zu betätigen? Jetzt mach in die nächste Zeile, du bist fertig. So, Arne, du bist sowieso absolut weitesten von allen weg. Auch wenn du dich zweimal korrigiert hast, absolut weit weg. Na, schlechter als ich, ey. Viel, viel mehr schlechter. Er ist mehr als dreimal so schlecht. Was? Jo, ich dachte, ich bin doof. So, auf jeden Fall. Das erste Land, ja. Wir haben alle schon mal hingeschrieben. Nein. Das ist Haiti. Ja, also, Mann. Den Punkt haben, also, ja, ne? Also, so. Wieso? Es gibt doch nur für den, der am nächsten dran ist, einen Punkt. Ich wollte sagen. Genau, ja, ja. Ich war gerade voll am Überlegen. Ich war auch, hä? Und ein zweites Land ist... Honduras? Oh, die habe ich beide. Kenne ich nicht. Und mehr gibt's nicht, Nils. Hawaii? Ist kein Land. Hawaii ist ja Hawaii ein Land. Ist eine Insel. Nein, das gehört Hawaii zu Amerika. Ist eine, das ist ein Staat der USA. Das ist ein Land, oder? Nein, das ist ein Staat der USA, oh, Mann, richtig, aber kein Land. Bullshit. Moment, also, darf ich nochmal korrigieren? Alter Junge, halt dein Maul, ne? Also kriegt Jonas den Punkt, weil er genau zwei geschrieben hat mit den beiden richtigen Ländern. Fuck, Mann. Warte mal, ich gucke mal. Das stimmt hier nicht, dass Alex uns wieder Scheiße erzählt. Echt? Obwohl, ich hab den Punkt gekriegt, hör auf, Alter. Ich hab die Liste bei Wikipedia aufgemacht mit allen Ländernamen, nach Buchstaben sortiert und bin dann nach H runtergescrollt. Und da standen nur Haiti und Honduras, also zwei. So, ja, nächste Frage. Honduras, ey. Nächste Frage. Wie hoch ist der höchste Berg der Erde? Ich glaube, ihr wisst alle, welcher das ist. Und ich möchte das gerne in Meter. In Meter möchte ich die Antwort. Boah, Nils. Entschuldigung. Alter. Aber was? Meter? Spiegel, oder? Ja, natürlich. Wie misst man sonst Berge? Ja, Berge. Es gibt auch Berge unter dem. Das ist ein easy safe. Immer näher bitte an dein Mikro. Man das kann man aber, das kann man aber auch so wissen. So? Oder? Ja. Was heißt das? Ja, das kann man so ein bisschen wissen. Sind Berge unter Wasser mit eingerechnet in der. Nein, über null. Über null. Ja, Berg ist für mich über null. Und ja, es gibt auch unter Wasser Berge. Ja, aber die kannst du ja nicht mit NN messen. Ja, aber mit Höhe. Ja, aber das habe ich nicht. Ich meine, die Frage geht um NN, über NN, der höchste Berg, so. Was ist der höchste Punkt der Erde, wenn du so willst? Okay, ja. Okay, da kann man es auch so sagen. So, haben wir allein gelockt? Nee, Arne noch nicht. So, ja, wir haben hier... Soll ich den Bergnamen aufschreiben? Nein, nur die Meteranzahl. Ich glaube, ich weiß jeder, wer der Berg ist. Das wäre ja ein bisschen zu einfach. Ja, Brocken, oder? Nee, Mann, hier, der Hügel Vorberg. Hier bei Arne im Garten, Alter. Der Maulwurfshügel. Nee, zwei haben genau die exakte Antwort gegeben und die beiden kriegen auch einen Punkt. Aber Jonas. Und das sind Nils und Jonas. Was? Arne hat sich um 2 Meter verschätzt. Ja, nein, ich bin 48 Meter hoch. Doch. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Ist der. Google. Arne, Quizmaster entscheidet. Junge, brüll nicht so, man hört dich 5 Mal. Ja, aber die Platten verschieben sich ja auch. Und deswegen wächst ein Berg über die Zeit. Bilde dich mal. Oh, der stimmt, ey. Das ist wirklich so. Also zumindest, dass Berge wachsen können. Kann auch. Arne, du kriegst keinen Punkt. Halt dein Maul. Du Nils und Jonas kriegen einen Punkt. Der Everest 8846. Du heißt sogar eine DVD. Ja, eine DVD. So. Ich kann die DVD auch Seniorenfilme. Ja, die ist was weiß ich. 20 Jahre alt oder so. Arne, wenn du Mount Everest eingibst und dann bei Google guckst, dann steht da Höhe 8848. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Marvin-Fragen. Marvin hat Interesse an der DVD. Streng dich doch mal an. Ja, ich setz mich um 2, weil hier nicht genaue Daten angegeben wurden. Stehst du eigentlich auf Mount Everest? Ich hab starkes Echo. Ah, du musst. Ja, genau, du musst mal näher an dein Mikro, das ist mir gar nichts. So, fünftletzte Frage. Wie lang ist ein Tag auf dem Frage Jupiter? Schon? Die fünftletzte habe ich gesagt. Wie lang ist ein Tag auf dem Jupiter? In was soll die Angabe sein? Ist mir scheißegal. Ja, halt. Wo denn jetzt? Ich hab's immer nicht gehört.
Was, wie lang Frage? Ist ein Tag auf dem Jupiter? Du hast abgebrochen. Seid ihr noch da? Junge, willst du mich verarschen? Wie was lang ist ein Tag auf dem Jupiter? Ja, ein Tag. Oh. Geh doch mal in dein Mikro. Man hört dich nur bei Nils. Hallo? Ja, so. Das weiß ich sogar. Ein Tag. So, ihr könnt von Jahr zu Monat zu Tag zu Stunde zu Minute zu Sekunde. So eine Angabe könnt ihr von mir aus machen. Hey, wer also, dauert das ist ein falsch, Tag, Alex? Tag. Ja, nee, das ist nicht falsch. Nur halt dazu schreiben, welche Einheiten ihr meint. So. Keine zwei Ahnung, haben. So, nee, eine hat so eingeloggt. Hat mir immer ein cooles Programm beigebracht. Halt dein Maul, Nils. Erdentage sehe ich nicht als. Junge, soll ich das ehrlich ausrechnen in Stunden? Verpiss dich. Nein, ist schon gut. Noch mal eingegeben, ja. Die haben alle eingegeben. Am weitesten weg ist. Nils mit 4 Tagen und 20 Stunden. Arne ist am weitesten weg. 143 Stunden. Ich dachte, da stehen Minuten. Nein, ich wollte Tage schreiben. Stopp. Ja, Tage ist noch weiter weg. Viel Spaß. Bist du dumm, Alter. So. Ja, jetzt bist du noch 5 Millionen mal weiter weg. Stark, Arne. Ich meine, ich würde fragen, ist das so kacke? Gut, da kann man. Alter, da kann man. Alter. 143 Tage soll ein Tag auf dem Jupiter sein. Kann doch sein. Junge, der ist so groß und dann bewegt sich das so langsam. Aber so langsam ist schon hart krass. So, auf jeden Fall am zweitweitesten weg ist Jonas. Und Marvin ist nur 4 Minuten daneben. Lachsen. Er hat 10 Stunden aufgeschrieben und die Antwort ist 9 Stunden 56. Marvin ist ein Physiker, der weiß das, Alter. Sorry. Wie viele Brücken gibt es ungefähr in Venedig? Oh, oder das wusste ich mal. Mann, keine Ahnung, wir haben viele Scheiß, Brücken. Die ganze Zeit zu fragen, ist nervt. Irgendwo mal gelesen, aber ich habe keine Ahnung mehr, welche. Oh nee. War das die Zahl für Hamburg oder für. Ach, jetzt tu nicht so. Ist hier irgendwo ein Spiegel, Alter? Nee. Oh, haben wir. Ne, Arne muss noch eingeben. Was war die Frage? Alter. Wie viele Brücken gibt es ungefähr in Venedig? Mann, das ist so eine Kacke, so eine Drecksfrage. Heißt ungefähr. Am Anfang hast du auch voll viele Punkte gekriegt. So, alle haben eingeloggt. So, am weitesten weg ist leider Arne. Nee, ich hab keine Lust mehr, Mann. Das macht keinen Spaß, dieses Spiel. Boah, Junge. Kacke, ey. Ist 123 hat der Arne. Dann am nächsten weitesten weg ist Jonas mit 240, ist auch noch zu wenig. Dann Marvin mit 300 und Nils hat sich nur um 6 verschätzt. Was? Die Antwort ist 426. Ja, 420. 420. Was denn? Okay, so, drittletzte Frage ist gleich zu Ende. Hoffentlich. In Kilometern möchte ich die Antwort haben. Wie lang ist der Äquator? Oh, das wusste ich mal. Das sagst du bei jeder Frage. Oh. Der Äquator ist unendlich lang. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Was ist das für eine Antwort, Marvin? 3. Er hat einfach seine Zahl und Jahre hintergeschrieben. Okay, Jonas überlegt noch und Arne auch. Achso, nee, ich bin fertig. Achso, Arne noch? Arne, bist du fertig? Ja. Okay. Einer hat sich hier nur um 75 Kilometer verschätzt. Und das ist Marvin. Mit 40.000. Ja. Weil die Antwort ist 40.075. 46.000, Scheiße, ihr. Mensch, mehr. Nils, ich bin enttäuscht, ey. Ja, ich auch, ey. Du warst immer so gut, ey. Oh, vorletzte Frage, ja. Die, wenn die, also die müsste eigentlich jeder echt wissen. Ja, man. Die müsste eigentlich jeder wissen. Wie viel Prozent. Hallo? Wie viel Prozent der Erdoberfläche entfallen auf das Meer? Ich hab irgendwas. Keine Ahnung, Mann. Wie viel Prozent der Erdoberfläche entfallen auf das Meer?
Oder aufs Meer. Muss ich auch schon wieder schätzen. In Prozent halt, ne? Ja, echt? Boah. Wieso macht er das nicht? Wasser, es geht um Wasser, ja? Hm. Ja, Wasser. Lava. Water. Okay, haben allein gelockt? Ja, haben allein gelockt. Einer hat sich um 1% nur verschätzt und ist damit am nächsten dran. Und das ist Jonas, der hat 70 geschrieben und die andere ist 71. Prozent. Ich wollte erst 72 schreiben, hab dann 78 geschrieben. Ja, du Scheiß, du, was soll denn das? So, letzte Frage, ich fand witzig, weil Nützi vorhin schon gesagt hat, wie lang ist der Nil? Oh, Mann. Ihr habt ja jetzt schon vielleicht ein bisschen Ahnung, wie, also auch in Kilometern. Wie lang ist Nils Hals? Das ist ungefähr gleich. 30 Zentimeter. Ihr habt ja schon gerade, ihr wisst ja, dass 40.075 Kilometer der Äquator lang ist. Und dann könnt ihr da vielleicht ableiten, wie viel Kilometer so ein Nil lang sein kann, damit er so. Genau, in welchem Maßstab die stehen. Hey. Das hast du, hat meine Erdkunde mal gelernt. So, zwei haben eingeloggt.